Vor dem Leben stehen wir all ein, nicht allein, sondern fühlen in besonderen Situationen, dass wir mit allem verbunden sind. Während des Unfalls sind verschiedene Dinge passiert. Ich hatte auf einmal das Gefühl, dass mein Auto lebendig ist. Aus der Quantenphysik wissen wir, dass alles Information ist und dass das, was Materie ist, geronnener Geist ist. Also ist es durchaus nicht verwunderlich, dass ich plötzlich wahrnehme, dass ein Auto aus Informationen besteht. Während sich das Auto überschlagen hat, habe ich das Gefühl gehabt, das will mich beschützen, als ob es mich umschließen will. So weich und sanft. Und es hätte sein können, dass die Türen nicht aufgehen. Es hätte sein können, dass ich zu diesem Moment, wo ich kopfüber im Graben lag, mich nicht abschnallen kann. Es hätte sein können, dass die Elektronik nicht mehr geht und die Scheibenheber nicht mehr funktionieren. Und auch als ich ausgestiegen bin, habe ich so ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit gehabt. Es war so groß und so liebevoll. Ich habe vieles auf einmal gesehen, wie meine Kinder hinten im Auto saßen, wie meine Einkäufe in dem Wagen umher gekullert sind, und ich habe es fast wie einen Tanz wahrgenommen. Ich weiß, das klingt verrückt. Ich selbst konnte meinen Körper so beherrschen, dass ihm nichts passiert ist. Und trotzdem waren da noch andere Kräfte am Werk. Es war so weich und so sanft und so liebevoll, trotz dieses Unglücks. Als ich dann ausgestiegen bin, waren sofort Menschen da. Die wollten mir helfen. Sie haben alles getan, damit das Auto von der Straße kommt und ich in gute Obhut komme. Ich möchte an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, wir befinden uns in einer Raumzeit, die konstruiert ist. Und in bestimmten Momenten spüren wir ganz deutlich, dass wir verbunden sind mit allem. Mit dem Gras, das bei dem Sturz beschädigt wurde. Mit dem Graben, der irgendwann mal von Menschen angelegt wurde. Die Straße, die nicht aus Bosheit gelassen war, sondern eigentlich helfen sollte, dass man sich gut bewegen kann. Alles das geht einem so durch den Kopf und man empfindet so tiefes Mitgefühl mit allem, was ist. Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft, die mir im Kopf war, dass alles gut ist und dass aufgrund dessen, was jetzt gerade passiert, eine gute Zukunft entsteht. Was es sein wird und wie es sein wird, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist meine Zuversicht dadurch gestiegen. Ich bin all ein und bin doch Mensch. Jetzt und hier, in diesem Leben, mit meinem lieben, wunderbaren Körper. Deshalb habe ich entschieden, dass ich den Adventskalender fertig veröffentlichen werde. Einen lieben Dank an alle Kräfte, wo immer sie sind, ob aus der feinstofflichen Welt oder hier auf der Erde. Damit verabschiede ich mich für heute. Alles Liebe, eure Valeska.
Thank you.